Mache ich hier was Sinnvolles oder laufe ich hier nur sinnlos jetzt durch die Gänge und das war's dann gleich. Camel, Shang Margok, ein Stufe 1 Abo. Danke, Camel. Damit hat er insgesamt 3 Abos auf diesem Kanal verschenkt. Nein, das nicht. Aber das hier ist das Klassenzimmer. Das ist das einzige Klassenzimmer, das existiert. Das ist das Klassenzimmer. Gut, das war ja sinnvoll. Dann gehe ich ins Bett. Gute Nacht. Ende des Tages. Schwupp. Es ist Samstag und keine Post und nix, also Zeitraffer. Springe zu 7:45. Jupp. Ja. Kriegen wir noch neue Szenen hier oder haben wir nur noch alte Szenen? Kindern, euer Land gibt niemals auf. Glaubt an euer Deck. Kennen wir auch schon im Unterricht, wo er einfach nur sagt, glaubt an euer Deck und dann ist die heutige Lektion dann beendet. Alle dürfen nach Hause gehen. Alle haben jetzt gelernt, wie man sich mit Glauben duelliert. Rump. Good day. Maurice, ich weiß immer noch nicht, was du von mir willst. Tut mir leid. Zeitraffer, Ende des Tages. Yep, Tag beenden. Oh Gott. Ey, ist es Tag Sonntag? Nee, danke. Wir arbeiten jetzt gerade darauf hin, dass wir für den richtigen, in Anführungsstrichen, Tag-Duellen kommen. Also, nee. Da war aber kein Mann auf der rechten Seite. Ich war doch gerade eben da, Maurice. Da war kein Mann. Kämpfen? Nein. Ein Glückstag? Was willst du denn? Heute Nachmittag um 4 Uhr. Komm zum Blauer Schlafsaal. Ich werde dir den Gefallen tun und zu einem Duell mit dir antreten. Also wage es ja nicht wegzulaufen. Okay. Zur entsprechenden Zeit springen. Ich gehe jetzt mal auf 7.30 Uhr, damit wir vor dem Unterricht einmal in den Klassenraum nochmal reinkommen. Und dann gucke ich nochmal auf der rechten Seite im Klassenzimmer. Ich habe doch gerade eben geguckt, da ist keiner. Da, rechte Seite. Auf der rechten Seite steht ein Red Duelland mit königlicher Revolution. Das ist Simon. Das ist Nova. Und das sind alle. Der Unterricht beginnt. Ja, ich möchte gerne zum Unterricht gehen. Kinder, heute lernen wir was über Duelle. Es gibt immer Dinge, die man nur im Kampf lernt. Alexis, zeig's uns bitte. Was? Yes, Sir! Ich bin am Zug. Ich ziehe. Super! Kein Wunder, dass du das Idol unserer Schule bist. Du kannst eine Karte ziehen. Ist das Idol? Ja, kennen wir schon. Ja, hier ist weiterhin niemand. Um 7 Uhr, okay. Das schränkt schon ein. Wir versuchen es mal um 7 Uhr. Zeitreffer, Ende des Tages. Jupp. Wann musst du denn aufstehen, du? 2 Mails, enttäuschte Leute. Was fällt dir ein? Du hast vielleicht Nerven, du Alien mit Jaden. Nein, danke. Bum, bum. Diesem Emoji nach musst du zu einer Zeit aufstehen, zu der du jetzt nicht wach sein solltest. So, letzter Versuch. 7 Uhr. Da ist wieder Simon. Da ist keiner. Langsam habe ich das Gefühl, ich werde getrollt. Okay. Morgen 5:15 Uhr aufstehen. Ach, zum Glück nicht.
Da war keiner rechts an der Wand. So, dann warten wir wieder auf den Unterricht. War jetzt immer eigentlich viel zu früh da. Hier gehen wir dann darauf, dazu über die Tage zu skippen. Yep. Also läuft dieses Ethik ist nicht toll. Ja, kennen wir schon. Ich hab das Gefühl, wir kriegen auch keinen großartigen neuen Unterricht mehr. Ja, die Lektion ist dann beendet. Haben wir nicht wieder viel gelernt. Back to the Slifer Root. Wenn wir jetzt keine morgendlichen Mails kriegen, dann schätze ich, skippe ich die Tage einfach komplett. Scheint ja auch kein neuer Unterricht mehr zu kommen. Jupp. Zeitreisen ist ja nicht so schwierig in diesem Spiel. E-Mails. Komm! Nein! Reden! Nein! Ende des Tages. Ja. Donnerstag. Nichts. Ende des Tages. Freitag. Mails. Glückwunsch! Du wurdest ausgewählt. Yay! Außerdem Duell. Dann skippen wir doch nochmal zum Unterricht. Zum entsprechenden Zeitspringen. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. So, wer war da? Unterricht beginnt. Jo. Hat es sich gelohnt, nochmal hinzugehen? Wahrscheinlich nicht. Heute testen wir euer analytisches Geschick, indem wir Curry essen. Er sucht nur nach Gründen, damit er Curry essen kann. Ihr werdet bestraft, wenn ihr eurem Geschmack nicht traut. Bestraft? Ihr müsst alle Teller abwaschen. Das ist aber keine besondere Strafe. Mein Curry ist kein Mugen-Curry. Kann mir jemand Chess schlagen? Geht's schon los? Falsch! Und er hat es schon vorher falsch. Wow. Ja, die Lektion ist dann beendet. Großartig. Hey Dean. Wir haben jetzt 53 Siege gegen dich. Ja, komm, ich bin empfohlener Duellant. Ich hätte gern andere Musik und 1000 DP. Danke. Whee. Jo, auf in den Laden. Hey Dorothy. Ich habe 1000 DP mitgebracht. Krieg ich mal ein paar Packs? Ich hätte gerne noch ein Pack die gute alte Zeit, weil dann wär's 53% von. Ich gern noch zwei Gipsni auf. Dann hätte ich gern ein paar endlose Gedanken. Und dann hätte ich gerne noch einen Anti-Effekte. So, alle öffnen. Irgendwas Spannendes. Adliger der Vernichtung. Stolpern. Insektenbarriere. Brennendes Land. Oh, brennendes Land. Ja, kann nett sein für die Burner-Geschichte. Torwächterteile. Das war's. Nicht sehr ergiebig, die 1000 DP. Rup, raus hier. Zoom. Ja. Zeitraffer. 46 Teile bis 99 Teile. Achso. Der Lehrer. Ende des Tages. Jupp. Willst du ein Duell? Nicht wirklich. Zeitraffer. Ende des Tages. Jupp. Es ist Tag Sonntag. Gehst du zum Tagduell? Nee, wir gehen gleich zur Tag-Story.
Eine Mail. Glückwunsch! Was ist denn los? Okay, zwei Treffer. Nach Urheben schriftlich multiplizieren, zu mehrere Zeilen am Achso. Die große Rechenaufgabe, die du da machst. Ja, ich gehe. Anwesenheitsprüfung. Jane Yuki. Hier. Cyrus Schuster. Hier. Best für Misawa. Miau. Miau. Ih, eine Katze. Ich hasse Katzen. Er ist weg. Super freies Lernen. Kämpfen wir es halt, Chumley. Wirklich? Jane scheint gar nicht überrascht zu sein. Typisch Jane. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist, Bestchen. Ich bin immer hier. Ja, die Lektion ist dann beendet. Ich dachte, er ist gegangen. Juhu. Zeitraffer. Dann zum Ende des Tages. Juhu. Ach, jetzt habe ich die... Ach, ich Idiot. Jetzt habe ich nicht die 1000 DP abgeholt. Naja, zu spät. Doof. Das war doof. Muss mit uns reden. Muss mit uns reden. Ende des Tages. Jo. Wenn du in Klassenzimmer reingehst, der eine Mann an der Wand, dann bist du schneller im Unterricht. Hm. Okay. Ich komme auch so relativ flott in den Unterricht. Ich meine, jetzt gehen wir sowieso nicht mehr, jetzt ist es auch egal. Brrrp. Haben wir schon wieder gewonnen? Nein. Reden. Willst du ein Duell? Auch nicht. Nur noch 5 Tage, Leute, nur noch 5 Tage! Es ist fast soweit. 4 Tage, keine Neuigkeiten. Ende des Tages, yep. 3 Tage nur noch. Ende des Tages. Heute ist Sonntag, aber nein. Geh weg, Jaden. 31. Montag, vor einer Versammlung. Zane muss mit uns reden, aber heute ist vor einer Versammlung und dementsprechend geht das nicht. Bum, 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 bum. Muss ich irgendwo hingehen? Ne, dann gehen wir ganz normal in den Unterricht. Bum, bum, bum. Zeit, Ruffer. Entsprechende Zeit springen. Dum, 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 dum. Tu so Unterricht und noch viel weiter. Jo. So, da kriegen wir für den letzten Tag irgendwas Besonderes. Oder ist stinknormaler Curry-Unterricht? Also, stinknormaler Curry-Unterricht, den wir schon 1000 Mal gelesen haben. Ist aber schade. Okay, ist hier noch irgendwie ein Event nach dem Unterricht? Ja, jetzt ist es beendet. Hm. Okay. Ist jetzt zwar überraschend, aber scheinbar ist zwar heute der Tag vor dem Turnier, aber es passiert absolut nichts Besonderes an diesem Tag vorher. Ja, dann nicht. Dann gehen wir einfach ins Bett. Ende des Tages. Jo. 1. August, Dienstag. Heute findet das Tag Force Turnier statt. Heute findet das Tag Force Turnier statt. Teil 1 ist abgeschlossen. Du kehrst nun zum Titelbildschirm zurück. Wenn du im Hauptmenü den Story-Modus auswählst, findest du nun in der Liste Teil 2 starten. Wähle diese Option aus, um am Tag Force-Turnier teilzunehmen. Bereite dich auf dein erstes Tag Force-Spiel vor. Achtung! Wenn du Teil 1 geschafft hast, wirst du gebeten, dein Spiel zu speichern. Wenn du nicht speicherst, werden deine Spieldaten nicht gespeichert und du kehrst zum vorherigen Speicherpunkt zurück. Ein weiser Game Designer sagte mal: Wenn du dem Spieler erklären musst, dass er zwingend etwas tun muss, im kommenden Menü, wäre es viel einfacher, entsprechende Optionen
einfach automatisch durchzuführen, anstatt den Spieler es machen zu lassen und das Potenzial eines Missklicks oder sowas zu geben. Vor allen Dingen bei einem Spiel, das einen standardmäßig auf dem Nein-Button starten lässt beim Klicken. Speichern abgeschlossen. Willkommen zurück im Titelbildschirm. So eine ganz merkwürdige Designentscheidung, einen einfach im Titelbildschirm zurückzuschmeißen, anstatt Teil 2 einfach zu starten. So, Teil 2. Es ist soweit. Wir können nun einen Duellanten auswählen, mit dem wir uns duellieren möchten. Duelland 2 ist frei, Duelland 3 ist frei. Wir haben noch momentan niemanden zur Auswahl. Wir haben aber jeden einzelnen Duellanten aus Duelland Seite 1 freigeschaltet, um mit ihnen zu spielen. Nun ist also die große Frage, wer ist unser erster Freund? Wir nehmen den Posh Guy. Heute findet das Tagforce-Turnier statt. Hey Alex, folg mir einfach. Und wir machen das schon. Gehen wir, wir dürfen die Eröffnungszeremonie nicht verpassen. Zu nah. Kannst du bitte deinen eigenen Sitzplatz einnehmen, mein Freund? Ihr seid alle hier. Also. Warum ist das Bild von ihm nicht da? Es ist mir ein Vergnügen, die Eröffnung des Tagforce-Turniers Tagforce zu verkünden. Was? Achso, das Team Tag. Des Tag-Team-Turniers Tagforce zu verkünden. Oh Gott. Ansatz. Erlaubt mir, die Regeln zu erklären. Zunächst einmal bekommt jeder 10 GX-Medaillen. Was? Okay. Diese GX-Medaillen setzt ihr bei Duellen ein. Machen wir jetzt Königreich der Duellanten hier. Wettet so viele, wie ihr mögt, solange der Gegner zustimmt. Der Sieger des Duells bekommt die GX-Medaillen. Wenn euch die Medaillen ausgehen, kommt in mein Büro. Dann gebe ich euch 10 weitere GX-Medaillen. Das ist ja einfach. Endet das Duell unentschieden, bekommt ihr die Medaillen zurück. Ihr müsst siegen, um immer mehr GX-Medaillen zu bekommen. Wenn ihr 90 Medaillen habt, kommt ihr in die Finalrunde. Finalarena ist hier. Das war einfach. Zumindest brauchen wir keine Locator-Cards, um die Finalarena zu finden. Diese Arena wurde extra für dieses Turnier errichtet. Mein Gott, ihr habt zu viel Geld. Wow, nett. Die Aufschrift auf dem Turm, das kann nicht sein. Doch, Chess. Die Princeton-Gruppe ist der Hauptsponsor dieses Turniers. Slate Jagger. Außerdem übertragen wir dieses Turnier weltweit. Dieses Turnier ist nicht nur für Studenten. Ich habe auch Duellanten aus aller Welt eingeladen. Meine Studenten, seid gute Repräsentanten der Duellakademie. Okay, wir haben es kapiert. Fangen wir an. Seid ihr alle bereit? Tagforce los! Großartig. Was ist das denn für ein Tag-Team? Chumley und Crowler? Wer hat die denn aneinander geklebt? Wie niedlich. Ein paar Reds, die immer noch ihren Standard-Deck haben. Ja, bevor wir überhaupt ein Duell machen, geht es erstmal speichern. Und die Finals-Arena ist jetzt auch verfügbar. Einmal überschreiben, ja, einmal überschreiben, bitte. Aber nicht zurückkehren. So, dann gehen wir zu Chumley zurück und dann duellieren wir uns auch mal mit Chumley und Crowler. Was ein merkwürdiges Paket. Gab's niemanden mehr freies, Chumley? Okay, denke ich. Wie viele Medaillen? Erst mit 3. Nein. Also, dann mal los. Hä? Mutig bist du, keine Frage. Mal sehen, wie viele Medaillen? 3? Ich dachte, ich kann auswählen, wie viele wir setzen. Deine Medaillen gehören mir. Warum dürfen unsere Gegner auswählen, wie viele Medaillen? Grr. Na dann, auf in die Schlacht. Gute Nacht, großer Gregor. Schlaf schön. Bestienzähmer und Fähigkeiten führe Experte gegen Wasser der Stille und Deck, Deck, Deck. Das ist ja schade, das heißt, Bastion spielt jetzt in dem Kapitel tatsächlich sein Wasserdrachen-Deck. Ich hab gehofft, er spielt sein Beatdown-Deck. Deswegen habe ich ihn eigentlich gewählt. Ich habe nicht gedacht, dass er jetzt auf das Wasserdrachen-Deck umgestiegen ist. Vielleicht bauen wir dann ein bisschen unser Deck auf Wasser um. Wobei ich nicht weiß, wie es bei uns mit Hydro-Gardons und so weiter aussieht. Na, schauen wir mal. Was haben wir denn da gekriegt? Ein Sternboy. Ja, großartig.
Lass mal den Sternball mal da liegen. Was ist ein Sternball? Ausgedehnte Ruine. Großartig. Mhm. Das ist nicht so schön. Dann tun wir den TT doch mal raus. Jetzt. Ja, dieses Teil werden wir wahrscheinlich verlieren. Gyakugere Panda. Schwere Unterstützungsmechner. Zumindest haben sie da keine guten Monster liegen. Kannst du das Deck von deinem Partner editieren? Bezweifle ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich behaupte einfach mal nein, ohne es sicher zu wissen, ob ich behaupte nein. Abgrundsoldat, ja. Tschüss, schwere Unterstützungsmech. Top der Gear. Antike Antriebsschloss. Und antike Antriebsungeheuer. Dammit. Mhm. Das Viech ist nur leicht gefährlich. Ugh, und letzter Wille. Kaltes Ember, die spielt doch keiner. Ist gebannt. Getriebegolem. Mhm. Das ist jetzt wegen dem Schloss plus 300, was sehr schlecht für uns ist. Und kann ich gegen das Schloss was machen? Nicht wirklich. Bla bla bla. Effekte des Monsters deines Gegners, die diese Karte durch Kampf zerstört werden, annulliert. Großartig. Das heißt, ich kann noch nicht mal Hyperhammerkopf benutzen, um den zu killen. Cyberdrache ist auch zu schwach für Getriebegolem. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen ganz dringend Jadens Blitzeinschlag, sonst haben wir ein extremes, extremes Problem. Er killt uns aber ready. Yep. Okay, wird selbst wenn es aus dem Friedhof aktiviert wird, noch annulliert. Gut, da war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es funktioniert, wenn es aus dem Friedhof annulliert wird, aber offensichtlich. Alter, spiel Blitzeinschlag! Danke. Und wirf H2O ab. Oh Gott. Mit Chisere. Wieso behältst du H2O-Verbindung auf der Hand, Mann? Du hast nichts für H2O-Verbindung. Oh Gott. Ja. Mhm. Mhm. Zylinder. Wie nützlich. Bla bla bla. Falls diese Karte angreift, kann dein Gegner bis zum Ende des Damage Steps keine Zauberfallen aktivieren. Gehen wir einfach in die Verteidigungsposition aufs Feld, weil warum nicht? Vielleicht macht unser bestscher Kollege ja noch irgendwas Nützliches. Book of Moon könnte uns noch den Arsch retten. Und mit diesem Pinguin da, das kommt doch an, was jetzt passiert. Oh Gott, die... Oh Gott, KI. Nein! KI! Ja, die KI hätte es verhindern können, aber das wird annulliert wegen Antriebsungeheuer. Ja. Bastion hätte das da retten können, aber zugegebenermaßen, das war ein zu komplizierter Move für eine KI. Das heißt, es war ein kurzes Turnier für dich. Wir verlieren ja nur 3 Marker. Wir könnten theoretisch einfach weitermachen, aber ich habe extra gespeichert. Flup. Damit wir die Marke nicht unbedingt verlieren. Vom letzten Fortfahren. Hi, Ori. Naja, wir hätten gegen Crowd auch noch gewinnen können, wie gesagt, aber Bastion hätte es noch konnte es nicht rumreißen, weil die KI das nicht so richtig rafft, ne? Astrein, super! Wie viele Jacks mehr denn wetten wir? Wer ist mit 3? Ich habe so das Gefühl, alle wetten 3. Na los, machen wir uns bereit.
Schwupp. Kameradschaft und wiedererweckter Drache. Bestien schlechte Wahl. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, Bastion würde mit dem Teil 1 Deck antreten. Ich wusste nicht, dass er in Teil 2 direkt auf sein Wasserdrachendeck umsteigt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn tatsächlich nicht ausgewählt. Ohne Jaden Chess als Partner? Tja, gute Frage. Weil sie beste Freunde sind? Aoi. Aber ist ja grundsätzlich keine schlechte Karte. Aber man braucht die richtige Kombination dafür. Der König des Sumpfes. Der ist schon mal weg. Dann greift Hydrogeron an. Wäre schön, wenn wir jetzt auch noch Hydrogeron bei uns im Deck hätten. Das wäre eine super Kombi, einfach zwei Decks mit drei Hydrogeron zu haben. Das wäre tatsächlich ziemlich stark. Ein schwerer Sturm. Den ich Hydrogeron opfern. Nicht wirklich. Tschüss, Aoi. Ach, ich hätte ihn opfern sollen. Und schwarzes Loch gleich hinterher. Jawoll. Einfach schwerer Sturm und schwarzes Loch in einer Runde. Jesus. Bis wie lange machst du das, das letzte Duell, Leute? Ich glaube, ich habe eine Primzahl im Billiardenbereich gefunden. Herzlichen Glückwunsch, Conrad. Ja gut, dann nutzen wir jetzt halt den Sturm, um einfach die eine Karte da zu killen. Ja, hat sich ja voll gelohnt. Und dann habe ich hier noch einen Hammerkopf. Clayman. Doch, du darfst mal auf die Hand zurückgehen, Mr. Clayman. Und Hydrogeron, Attacke. In der Phase. Der nächste bitte. Chess. Oh. Können die mal ein bisschen weniger Removal spielen? Da macht doch keinen Spaß, gegen Dauer-Removal zu spielen. Ne? Topf der Gier, das ist schön. Vielleicht macht diese Karte irgendwas Sinniges. Wie ihm einen Sternenboy zu geben. Ach, Boy, ey. Ja, also im nächsten Stream bauen wir dann Wasserdeck. Damit wir mit Bastion irgendwie zusammenarbeiten können. Ja, Ah, Moment, das geht doch. Hoffen wir mal, dass da hinten nichts liegt, was unseren Angriff blockiert. Können wir den Claim in dem hier aber so wieder zurückgeben und dann schauen wir mal. Aktiviert sich nicht. Und aktiviert sich nicht, okay. Did, du gewinnst! Die LP deines Gegners wurden auf 0 reduziert. 339 Punkte. Immerhin. Nein, ich hab verloren. Warum bist du so rot im Gesicht? Ich nehme die Medaille. Schrump. Dieses Mal verliere ich nicht. Meinst du? Ja, okay, okay. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt aber erstmal... Wir haben sich direkt verzogen. Machen wir jetzt erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wir speichern, speichern abgeschlossen. Und sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn wir ein Wasserdeck für die Kooperation mit Bastion Misawa bauen müssen, weil er jetzt ein H2O-Deck als unser Tag-Partner ist. Ach schön, ist das herrlich. Bis dahin, see ya.